Okay, zum neuen Video der Maßstab. Wenn wir eine Wohnung aufzeichnen, dann ist es schwierig, die genau in der Originalgröße aufzuzeichnen. Dann könnten wir uns ja nicht mehr angucken. Deswegen zeichnen wir solche Wohnungen verkleinert. Zum Beispiel im Maßstab 1 zu 200. Was bedeutet jetzt 1 zu 200? 1 bedeutet 1 Zentimeter in der Zeichnung. Das sind dann 200 Zentimeter in der Wirklichkeit. Jetzt nehmen wir doch mal ein Klassenzimmer. Zum Beispiel unser Klassenzimmer, dieses hier. Das hat Maße von ungefähr 12 Meter mal 8 Meter. Wenn ich das kleiner zeichne, in diesem Fall habe ich 12 Zentimeter mal 8 Zentimeter gezeichnet, dann ist das im Maßstab von 1 zu 100 gezeichnet. Hier habe ich das Klassenzimmer, das gleiche, im Maßstab 1 zu 200 gezeichnet. Da haben wir den Maßstab 1 zu 400 und hier haben wir den Maßstab 1 zu 800. Wie man damit rechnet, machen wir im Unterricht. Viel Spaß dabei!